Chicago ist ein Würfelspiel, das vorzugsweise in Kneipen gespielt wird. Das Spielmaterial besteht aus 3 Würfeln. Die Regeln können im Speziellen je nach Spielrunde oder aber auch kneipenspezifisch variieren. Zunächst wird ausgelost, wer beginnt. Die Auslosung, wer beginnt, könnte man zum Beispiel erwürfeln. Der Beginner kann unter anderem bestimmte Regelwerte vorgeben, durch die er einen nicht unerheblichen Vorteil erlangt. Die Einser zählen entweder für 1 oder 100. Sechser zählen entweder 6 oder 60. Und alle anderen Augenzahlen zählen für ihren jeweiligen Wert. Gespielt wird mit 3 Würfeln. Der Spieler, der an der Reihe ist, würfelt. Der erste Spieler darf dabei maximal 3-mal würfeln. Aber Achtung, wenn der erste Spieler sich dazu entscheidet, nur 1-mal zu würfeln, dürfen alle anderen Spieler auch nur 1-mal würfeln. Nach dem Wurf darf man sich nun dazu entscheiden, einen oder mehrere Würfel rauszulegen. Hierfür gibt es aber keinen Zwang. Jedoch gilt, alles, was einmal rausgelegt wurde, darf nicht mehr in den Becher zurückgelegt werden. Der erste Spieler hat jetzt 3-mal gewürfelt. Bedeutet, dass alle anderen Spieler ebenfalls 3-mal würfeln dürfen. Da dieser Spieler der Beginner war, darf er nun auch entscheiden, wie gewertet wird. Also ob die Einser für 1 oder 100 stehen und ob die Sechser für 6 oder 60 stehen. Und anschließend entscheidet dieser Spieler auch noch, ob fortan hoch oder tief gewertet wird. Heißt also, ob die anderen höher oder tiefer würfeln müssen, um diesen Wurf zu übertreffen. Das Ziel bei Chicago ist es nämlich, stärker zu würfeln als sein Vorgänger. Hier entscheidet sich der Spieler jetzt, dass die Sechser für 6 stehen. Außerdem klugerweise hoch. Somit ergibt sich hier jetzt ein Wert von 16, der überboten werden muss. Da sich der Spieler hier ja dazu entschieden hat, dass Sechser für 6 gelten und in weiterer Folge Einser für 1 und dass hoch gewürfelt werden muss, ist es hier schon recht schwierig, die 16 zu toppen, da ja nur maximal 18 Punkte möglich sind. Übrigens, wenn der Beginner sich dazu entscheidet, dass die Sechser für 6 gelten, kann er aber auch die Einser zu 100er machen. Oder umgekehrt. Es muss also nicht immer niedrig, niedrig und hoch, hoch sein. Nun gut, der nächste Spieler ist an der Reihe. Darf maximal die gleiche Anzahl an Würfe machen wie der erste Spieler. Und muss jetzt versuchen, ein stärkeres Ergebnis zu würfeln. Der höchste Wurf, also der wertvollste Wurf, sind 3 Einser. Dieser Wurf nennt sich Chicago und hat sofort gewonnen. Dieser Spieler steigt sofort aus der Runde aus und hat aber auch gleichzeitig mit dem weiteren Ausspiel des Verlierers nichts mehr zu tun. Der Verlierer, also der Spieler, der zum Schluss übrig bleibt, muss nämlich, je nachdem, was man sich vorab vereinbart, eine Strafleistung verrichten. Das könnte zum Beispiel eine Runde in der Kneipe begleichen sein oder einen Schnaps trinken. Übrigens, erzielt man im ersten Wurf 2 Sechsen, so kann man diese in eine 1 umwandeln. Eine 6 wird also auf die 1 umgedreht und die andere muss zurück in den Becher. Denn nicht vergessen, der höchste Wurf sind ja 3 Einser. Der namensgebende Chicago, mit dem man ja sofort gewonnen hat.